Wenn sich die Polizei bei Ermittlungen in einer Sache auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe konzentriert, regen sich viele Menschen auf, das sei Racial Profiling und behaupten dann, dass das rassistisch sei. Wo liegt da der Denkfehler? Wenn man auf der Suche nach illegalen Teigtaschenproduzenten ist, wo wird man da suchen? Findet man Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung, macht es da Sinn, bei Hans und Gerda Meier zu suchen? Wenn irgendwann die Barbarei der Beschneidung endlich verboten wird, soll man da wirklich vorurteilsfrei überall hin ermitteln? Oder macht es da Sinn, bei jenen zu ermitteln, die für Beschneiderei bekannt sind? Wenn man, egal was ist, immer zuerst bei einer bestimmten Gruppe nachforscht, weil man rassistische oder völkische Vorurteile hat, dann muss das unterbunden werden. Solche Dinge sind dann allerdings weniger Racial Profiling als vielmehr einfach nur Rassismus, so wie er in seiner ursprünglichen Bedeutung gedacht war, so wie der Begriff tatsächlich angewendet werden sollte. Profiling ist aber erst einmal nur Profiling. Wenn das Ergebnis dieses Profilings dann auf eine bestimmte Gruppe hindeutet, wird daraus deswegen kein Racial Profiling, sondern es ist immer noch Profiling, das zu einem Ergebnis geführt hat. Was da passiert, ist auch beim Begriff Gerechtigkeit bekannt. Wer gerne mit Sprache manipuliert, setzt da ganz gerne ein Attribut voran und nennt das dann soziale Gerechtigkeit oder Gendergerechtigkeit und erweckt dann damit den Eindruck, als handle es sich um eine Gerechtigkeit besonderer Güte. In Wahrheit wurde tatsächlich die Güte der Gerechtigkeit verändert, allerdings zum Schlechten. Gerechtigkeit ist nur dann Gerechtigkeit, wenn sie gerecht ist. Mit einem Ziel oder Attribut verknüpft, ändert sich allerdings der Charakter des Ganzen und aus Gerechtigkeit wird etwas anderes. Was immer dabei herauskommt, Gerechtigkeit ist es danach nicht mehr. Und mit dem Begriff Racial Profiling wird Ähnliches bewirkt. Das Werkzeug Profiling wird schlecht gemacht, indem es mit dem Attribut rassistisch verknüpft wird. Und das ist ein inhaltlicher Fehler, denn der Rassismus ist ja dann fundamental rassistisch und kein fachspezifischer Profiling-Rassismus, wenn es sowas überhaupt geben sollte. Ich mag jetzt nicht spekulieren, wer an so einer Manipulation ein Interesse hat und warum das gemacht wird. Mit diesem Video soll nur klargestellt werden, dass dieser Begriff fehlerbehaftet und manipulativ ist und deswegen vermieden werden sollte. Danke für deine Zeit.